Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Und es ist soweit. Die Live Gamer 4K Karte für den PC für 4K und HDR habe ich mir geholt. Ich habe ein bisschen was bei Amazon, bei eBay Kleinanzeigen verkauft und dann habe ich gedacht, jetzt ist es Zeit. Jetzt holen wir sie uns. Die kam jetzt heute schon. Ich habe auch bei Mindfactory noch ein bisschen was bestellt. Das kommt auch noch. Aber das dauert wahrscheinlich noch eine Woche, bis das kommt. Also nächste Woche. Mal gucken. Jetzt packen wir das erstmal aus und dann schließen wir die auch an. PC habe ich schon abgebaut und der steht nämlich hier unten. Da steht mein PC. Ach. Und ich bin echt gespannt, ob das alles so klappt, wie ich das denke. Ich werde dann auch dann mit allem nochmal so ein Fazitvideo machen am Ende, wenn ich das alles fertig eingerichtet habe und so. So, da haben wir dann hier einmal den Karton, der so ein bisschen lila im Hintergrund gehalten ist. Also die genaue Bezeichnung vom LiveGamer 4K ist GC573. Und das ist die LiveGamer 4K Gaming Streaming Capture Card. Und so sieht der Karton dann halt aus. Ja, das spiegelt so ein bisschen, das ganze Ding spiegelt. Dann haben wir hier nochmal eine Seite so ein bisschen drauf. Die ist von Avamedia. Und da auch. Ich wollte mir eigentlich erst eine Elgato holen, aber die Elgato, die hat kein HDR. Und dann habe ich gedacht, wenn ich schon hier aussehe, dann richtig. Und die kann hier 4K HDR Video Capturing 240 FPS H265 Video Codec RGB. Oh, die hat so ja RGB Beleuchtung. Und Re-Central. Keine Ahnung, was Re-Central sein soll. Ich lass mich da mal überraschen. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir das jetzt hier aufkriegen. Und fürs Kind werde ich nämlich auch noch was ganz Schönes bestellen, was ganz Süßes. So, machen wir mal hier hin. Ganz schwarzer Pappkarton, Avamedia steht drauf. Nichts Besonderes. Ist auch hier Hashtag not sponsored und so ein Scheiß. Da habe ich alles selber gekauft. Also, weil wenn es gesponsert wäre, würde hier irgendwo Werbung stehen. Steht aber nicht. So. Den Link mache ich euch auch drunter. Gebe ich euch den Tipp, hol's bei Amazon. Ich habe es bei Amazon nur gefunden. Bei eBay gibt es die auch. Für 10 Euro weniger als bei Amazon. Aber. Nee. 10 Euro, 9 Euro, nee, 9 Euro. Keine Ahnung. Ein paar Euro weniger als bei Amazon. Es steht auch ein Euro bei mir da, aber wenn du raufklickst, ist es Dollar. Und da kommen dann nochmal 29 Dollar oder 24 Dollar Versand dazu. Also deswegen kommt da bei Amazon am besten bei weg. Ist auch Prime, habt da keinen Versandkosten. So, dann haben wir hier einmal die Karte. Die lege ich mal vorsichtig hier rauf. Oh, wir kriegen so ja ein HDMI dazu. Einen kurzen. Ja, den kann ich ja dann nachher benutzen. Der ist mir jetzt ein bisschen zu kurz, aber ich habe dann wenigstens noch ein HDMI. Den kann ich vielleicht für einen Monitor nutzen oder so. So, dann wie immer üblich kriege ich hier auch noch einen Code mit bei. Achso, nee, das ist meine Lizenz. Thank you, Avamedia Produktcard. Und da habe ich dann hier, ach du Scheiße. Na, da muss meine Frau mich unterstützen. Das ist so bescheuert geschrieben, die Seriennummer, die ich dann wahrscheinlich eingeben muss für die Software. Das ist viel, viel zu klein. Das ist, also, na, zu klein nicht. Die sind groß, die Buchstaben. Aber die sind so eng aneinander geklatscht. Schatzi, guck dir das mal an. Kannst du das lesen? Ja. Mit Augen zukneife? Mhm. Gut. Falls ich das brauche, musst du mir das dann vorlesen. Legen wir mal wieder ordentlich weg. Ich dachte eigentlich eher, wo ich die Karte gesehen habe, achso, nee, die können wir hier draußen lassen, dass es ein Code ist für ein paar Monate X-Stream oder so, dieses komische Programm. So, dann haben wir hier ein Heftchen mit bei. Und in dem Heftchen, ja, das war's auch schon, oder? Noch was mit drin? Nö, mehr ist hier nicht drin. Und in diesem Heftchen steht ganz viel drin, sind drei Seiten, vier Seiten, eins, zwei, drei, vier Seiten. Ja, und dort hinten ist meistens alle irgendwelche anderen Schriften. Wir haben hier die
Livegamer 4K mit bei. Wir haben HDMI 2.0 Kabel mit bei. Quick Guide, das hatte ich in der Hand. Power Direct 15 Produkt-K-Karte. Ah, doch, Produkt-K-Karte. Für Power Direct 15. Also das, dieses, hoppala. Da. Das ist halt diese Software von Avamedia. So, dann haben wir 1, 2 ist hier beschrieben. Das ist HDMI, Input, Output. 3 ist LED. Das hätte ich mir jetzt nicht gedacht. So. Dann haben wir hier 1, wir sollen es reinstecken. 2 HDMI drin. 3. auch noch ein HDMI drin. So, wir sollen die Livegamer 4K in PCI 4x Gen 2 reinstecken. Dann sollen wir HDMI out reinstecken. Und dann HDMI in. Ja, da kriegen wir schon alles irgendwie gebacken, würde ich sagen. Jetzt kommt es erstmal aufs Wichtigste an. Und zwar auf die Capture-Karte an sich. Ich hole euch mal noch ein Stück rüber. So. Und mach mal hier so jetzt direkt hier davor, dass ihr das ein bisschen besser sehen könnt. Die gucken wir uns jetzt mal an. Ich habe so auch bis jetzt nur auf Bildern gesehen. Also sie ist größer, als ich gedacht habe. So. Und da ist er, das gute Stück. Es sieht schon echt geil aus. Das ist halt einfach nur eine Platine, wie ihr hier seht. Hier ist halt der Anschluss. Das ist eine ganz normale Platine. Hier ist dann Prozessor drauf und so. Hier steht Avamedia. Hier ist dann HDMI in, HDMI out. Und die Platine, das außen hier, das ist eigentlich nur ein stylisches Element, damit man halt hier unten nicht auf die einzelnen Sachen raufkommt, dass der Kühlkörper geschützt ist. Weil hier seht ihr dann nochmal so einen Kühlkörper drin. Seht ihr das? Da ist so ein Kühlkörper drin. Und ja, da kann, die Löcher sind halt dafür, dass da mehr Wind rankommt und so. Also sieht optisch schon mal richtig nice aus. Hier seht ihr dann auch, hier ist so Plastik. Das ist dann halt hier, dass das dann leuchtet. Und so wird sie dann bei mir eingebaut. So. Und das kommt, das wird dann ein bisschen knapp. Also ich hätte es schöner gefunden, wenn sie es so gemacht hätten vielleicht. Dass dann halt das halt hinten ist und das Waben muss da oben. Ja, dass man das so im PC einbaut. Aber man muss es so einbauen. Finde ich jetzt ein bisschen schade, dass dann halt das hier oben ist. Ich hätte es lieber so gehabt, würde optisch halt ein bisschen cooler aussehen, aber egal. Haben wir auch noch 4 Schrauben drin, da könnten wir dann praktisch das ganze Metall abnehmen und hätten halt nur die Karte. Falls es irgendwie bei einem oder anderen vielleicht ein bisschen zu knapp wird, weil irgendwie das Netzteil zu weit ist, könnte man eventuell das noch, obwohl das, ihr seht ja, der Kühlkörper kommt auch ziemlich weit hoch. Und die LED ist ja da auch noch dran, ne? Ja. So, die werden wir nämlich jetzt gleich einbauen im nächsten Video. Da bin ich schon mal ganz gespannt. Und auch gespannt, ob die auch so funktioniert, weil ich habe von den PCI 4 Steckplätzen habe ich nämlich keinen mehr frei. Oh, hier ist was. Ah, nee, das ist... Achso, da steht J8. Okay. Ja. Das war jetzt soweit zum Unboxing der Livegamer 4K-Karte. Gleich wie gesagt Einbau und nachher werden wir auch noch ein Testvideo machen und dann kann ich euch auch sagen, inwieweit das jetzt funktioniert 4K und inwieweit das funktioniert 4K weiterhin an meinem TV. Bis dahin würde ich mich jetzt erstmal verabschieden. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen wert, Träumchen. Die anderen Videos werde ich euch alle in der Infokarte verlinken zur Livegamer 4K. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.